Und was geht und herzlich willkommen mal wieder zu einer weiteren Part hier in Spaltoon 3 Online. Ja, ihr seht es ja hier schon. Ich habe mir hier heute überlegt, mit dem Regenschirm zu spielen, aka den Parapluviator. Bis ich erst später gecheckt habe, beziehungsweise ich habe das halt nie so wirklich eingesehen. Und nur letztens, als ich mal gestreamt habe, kam einer mit der glorreichen Aussage, dass sich die Regenschirme wie Shotguns spielen. Und da kam ich wirklich nie auf die Idee. Aber jetzt so im Nachhinein, so mehrmaligen Überlegen und gerade jetzt hier, wie hier dieses, ich sag jetzt mal, wie dieses Crosshair hier ist, würde ich dem Ganzen halt schon zustimmen. Und halt vom Schießen her. Weil es halt sehr streut. Und das tun Shotguns halt auch. Und ja, ich bin echt scheiße im Erklären, deswegen legen wir direkt los. Wir haben in der Map Rotation Permut Akademie und Stürmer. Zwei solide Maps, würde ich mal meinen. Und ja, ich spare euch das ganze Gelaber. Wir legen direkt los. Ich hatte mit dem Regenschirm eigentlich eine recht gute Erinnerung. Also, zu Splatoon 2 Zeiten zumindest. Ich habe den bis jetzt zwar nur so ein, zwei Mal gespielt, das ist jetzt ein bisschen länger her. Aber mal schauen. Gegnerteam ist soweit auch in Ordnung. Die Splatling könnte mich ein bisschen nerven. Vielleicht auch der Kontrablaser. Aber oh mein Gott! Ja, ich hätte auch mal nach hinten gucken können. Das war jetzt ein bisschen, naja. Man muss immer stets das komplette Umfeld betrachten. Vor allem, wenn immer Leute von hinten kommen. Oder von der Seite. Ach so, stimmt, hat er den Sprinkler. Ja. Bruder. Der Roller will's aber auch wissen, ne? Ach, Bruder, ich komme irgendwie nicht raus. Digga, aber ich hab den nicht gesehen. Och man, ich hab jetzt schon wieder keinen Bock mehr, Mann. Mann, ey, warum sind die meisten Runden so ekelhaft, Mann? Ja! Deswegen finde ich den Schirm eigentlich ganz geil. Der hat zwar genau dieselbe Reichweite. Ach, dieser Roller fuckt mich so ab, Digga, Alter. Deswegen finde ich, wie gesagt, den Schirm ja eigentlich ganz geil. Weil man halt eine Menge Schüsse auch ablocken kann. Der hält zwar jetzt nicht so viel aus wie der Camploviator, auch wenn ich den. Ach so, ich habe noch eins. Hä? Ich hätte gedacht, ich hätte schon alle drei abgeworfen. Ich war irgendwie noch in der Ult drin. Ich habe gerade so gar nichts gecheckt. Hä? Also ich habe wirklich gar nichts gecheckt. Das war wieder so ein Lost Moment mal wieder. Du. Ruhig. Ich hab. Ach nee, komm scheiß drauf, ey. Ich hab das Bedürfnis, einfach was kaputt zu schlagen, ey. Wir schließen das einfach so schnell wie möglich ab. Digga, komm. Ich mach direkt einen Cut. Das kann ich mir selber nicht geben. Direkt weiter. Scheiß drauf, Digga. Direkt weiter. Nach der Runde habe ich irgendwie schon überhaupt keinen Plan mehr, was ich jetzt großartig mehr zu sagen habe. Ich weiß nicht.
Ich lasse die meiste Zeit, wie ich gekillt werde und was ich für Runden habe, die meistens ekelhaft sind, einfach unkommentiert. Das ist halt einfach ein Witz, wirklich. Es ist so ein Witz. Als ob der nicht... Hallo! Ja, überleb halt weiterhin. Finde ich eine arschgeile Nummer. Ey, ich habe wirklich das Gefühl, du kannst in dem Teil nicht einfach mal unterschiedliche Waffen spielen oder so, weil ich das Gefühl habe oder so, sobald ich mal mit einer Waffe spiele, die ich nicht ordentlich drauf habe, dann wird das einfach nichts. Und das tut mir halt irgendwie leid. Und ich hab irgendwie das Gefühl, das wird hier nicht weiter fortgesetzt. So, ich habe das bis jetzt zwar schon mehrmals gesagt, so, ich versuch's so gut wie es geht, so weit wie möglich das fortzusetzen. So, aber es macht halt eher Sinn, in jedem Port halt eine andere Waffe zu spielen oder halt vielleicht mal mindestens zwei oder so. Aber ich weiß nicht, was ich da... Ja, jetzt werde ich wieder gelasert. Ja, wahrscheinlich. Ach, ich weiß halt nicht. Und ich will es halt nicht nur so schlecht reden, ey. Weil das Game hat wenigstens ein Potenzial. Hä? Aber ich habe doch danach nicht irgendwie geschossen oder so. Nee, vielleicht kamen dann doch noch Schüsse an oder so. Oh, danke, dass der Pinsel wenigstens weg mal verschwindet. Ich werde hier nicht noch krepieren. So. Ach, ich weiß nicht. Also wirklich. Nee. Damals hat das... Also die meistens, es gab trotzdem selbst damals Waffen, wo ich mir so gedacht habe, die werde ich nun auch damals spielen und dann nie wieder. Aber ich weiß nicht, irgendwie hat das damals ein bisschen mehr gebockt, irgendwie, ich weiß nicht. Ich kann es zwar oft genug wiederholen, ich werde es, chillig, einen Kill, zum Glück wenigstens nicht einmal gestorben. Ich kann es oft genug sagen, ich werde es so gut wie es geht weiter fortsetzen. So, jede Waffe ein Part oder auch mal zwei oder so, weil ich es einfach nur recht schnell hinter mich bringen will. Ist auch so, wie, also sowieso ist es aktuell halt ein bisschen schwierig oder so, weil man ja kein Geld mehr für die Waffen ausgibt, sondern halt diese Karten. Deswegen, ja. Vielleicht hätte ich die dann mal ein bisschen sammeln sollen, wäre vielleicht ein bisschen besser gewesen. Irgendwie, ja. Habe ich jetzt drei Runden auf derselben Map gespielt? Ich glaube schon, oder? Na. Das wird es auch in Splatoon 4, wenn das irgendwann in 3-4 Jahren kommt. Es wird genau dieselbe Map Rotation geben, so. Und das finde ich halt immer noch traurig, dass man sich halt so auf zwei Maps so beschränkt. Aber naja, da wird es auch großartig auch keine Änderung geben. Hey, was zur Hölle, Digga? Wie sehr willst du abfucken? Die Gegner, ja. Oh, Mann, ey. Meine Fresse, ey. Damit wir ja nicht aus dem Spawn rauskommen, Alter. Geht mir das auf die Nerven.
Und dann gibt's Leute, die nur Only Ranks spielen und dann auf S Plus grinden. Ich habe schon mittlerweile überhaupt keinen Bock mehr, irgendwie einen Aufstiegskampf zu machen, Alter. Von B Plus auf A. So. Wie schaut's denn jetzt aus? Ach, das sieht doch alles so. Ach, ich weiß auch nicht. Ich weiß doch auch nicht. Los, komm, komm hier hoch. So. Ja, der wird da so rumcampen hier wahrscheinlich noch. Ich versuche jetzt hier ein bisschen was umzufärben, in der Hoffnung, dass das irgendwas bringt. Ja, wahrscheinlich. Ja, okay. Irgendwie konnte ich noch was machen, aber das war eh wieder so eine räudige Runde. Und ja, komm, das kannst du wieder vergessen. In die Tonne treten, kannst du das? In die Tonne treten. Nee, wie gesagt, ich weiß wirklich nicht irgendwie, was ich da noch irgendwas Großartiges zu erzählen habe, und ich will es halt auch nicht permanent einfach schlecht reden, weil mich halt online halt einfach so krass abfuckt, Digga. Und es ist so penetrant geworden, ey. Keine Ahnung. Ne, ich will auch nicht irgendwelche Sachen auch wiederholen oder so. Ne. Na gut, normalerweise mache ich es eigentlich so, dass ich irgendwie mindestens pro Tag 2 Aufnahmen mache, aber ich glaube, ich belasse es bei heute. Das ist einfach zu blöde. Das ist mir einfach zu blöde. Na gut, hoffe, es hat euch irgendwie gefallen. Auch wenn heute... Nee. Ich habe keine Ahnung. Also, ich spiele das Game zwar jeden Tag, aber jetzt keine 2-3 Stunden oder so. Wenn es hinkommt, vielleicht mal eine halbe Stunde, eine Stunde oder so. Danach habe ich genug gesehen. Aber irgendwie... Ich weiß nicht. Selbst in Splatoon 2 gab es viele, viele Momente, wo ich einfach keinen Bock mehr hatte. Und ja, ja gut, ich bin jetzt auch nur Level 47 gewesen damals. Aber es hat trotzdem wenigstens Bock gemacht. Ich weiß nicht, jetzt hier ist irgendwie... Keine Ahnung. Ich gehe hier rein, mache ein paar Runden. Und dann bin ich froh, dass ich dann halt die Aufnahmen abgeschlossen habe. So. Ich weiß nicht. Es ist irgendwie... Irgendwie... Klar, es ist halt immer noch das Game wie in 2 und 1. Aber irgendwie bockt das nicht so wie damals. Ich weiß nicht. Aber naja, gut. Ich will jetzt auch nicht so viel labern. Ja, wie gesagt, hoffe, es hat euch gefallen. Und dann würde ich sagen... Bis zum nächsten Mal.